Gynäkologin Christina Trautner trifft im Wartebereich auf eine ehemalige Patientin, die in der Klinik ihr Kind zur Welt brachte. Die junge Mutter begleitet ihre Freundin Maike, die sich hier wegen einer möglichen Schwangerschaft untersuchen lassen möchte, da ihre Frauenärztin im Urlaub ist. Sagen Sie mir mal genau, warum Sie hier sind. Ich weiß nicht, ich bin total aufgeregt, mir geht's nicht gut. Ich möchte einfach nur wissen, ob ich wirklich schwanger bin. Also ich habe vor einer Woche einen Schwangerschaftstest gemacht, der war positiv. Wenn man heute einen gescheiten Test aus der Apotheke kauft, dann kann man davon ausgehen, dass zu 99% dieser Test auch stimmt, wenn er zeigt, ich bin schwanger. Es gibt nichts, womit man den Test fälschen kann. Es gibt nichts, was dieses Schwangerschaftshormon in irgendeiner Weise nachahmen kann. Also ich kann dann davon ausgehen, es ist soweit. Zusätzlich geht es mir nicht gut. Also ich habe irgendwie auf der Brust total den Druck und natürlich noch andere Probleme, aber das sei erstmal beiseite gestellt. Macht sich viel zu viele Sorgen. Ja. Das heißt, die Schwangerschaft war nicht geplant? Nee, also gar nicht. Ja, beim Geschlechtsverkehr ist mir halt Kondom geplatzt und ich weiß auch ungefähr, wann. Darf ich das erwähnen? Weil vielleicht ist das ja auch der Grund dafür, dass du dich körperlich nicht so gut fühlst. Sie ist halt frisch aus der Trennung. Ich meine, 8 Wochen ist Ansichtssache. Und ja, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Aber irgendwie hatte ich im Gefühl, dass da privat noch viel mehr hintersteckte. Ich habe dann die Vitalwerte der Patientin gemessen und da habe ich schon gesehen, da stimmt irgendwas nicht. Also ihr Blutdruck war viel zu hoch, ihr Puls war viel zu schnell, sie hatte sogar Temperatur, also Fieber. Also dass da noch irgendwas anderes im Argen steckte, das war mir in dem Moment sofort klar. Also ich wiederhole nochmal, keine Vorerkrankung, ne? Ganz kleine frühe Schwangerschaft, Übelkeit, Brechreiz kann ich verstehen, auch Kreislauf. Das passt nicht so ganz und das Fieber nicht. Ne? Sie ist auch total unrhythmisch. Also was ich jetzt so zähle, mal eben. Wir machen jetzt Folgendes, wir schlagen jetzt 2 Fliegen mit einer Klappe. Sie geben uns Urin ab, damit wir gucken können, was ist mit dem Test. Ne, können auch ein HCG abnehmen. Ne? Ja. Dann wissen wir, ob sie schwanger sind, wie weit sie sind. Und dann werden wir im selben Moment, jetzt seid ihr einmal per Zufall hier. Manchmal ist der Zufall nicht nur ein Zufall. Ja, ne? Dann gehen Sie jetzt einmal unten zur Ambulanz. Die sollen mal ein EKG anhängen und sollen uns mal zeigen, wie der Rhythmus ist. Ne? Irgendwas, also diese Arrhythmie gehört nicht in eine Frühschwangerschaft. Ich war mir anfangs nicht sicher, ob die Symptome durch die Belastung kamen, dass sie jetzt nach der Trennung diese Schwangerschaft allein durchziehen wollte oder ob es da medizinische Gründe für gab. Das war am Anfang tatsächlich bei dieser Frau nicht eindeutig festzulegen. Denkst du nicht, wir sollten Timo Bescheid sagen wenigstens? Jetzt hör mal bitte auf wegen Timo jedes Mal. Für mich ist Timo jetzt Geschichte und ich habe mir fest vorgenommen, die Schwangerschaft alleine durchzuziehen. Also ja, ist okay. Timo, ja, wenn ich jetzt mal so indiskret sein darf, ist der Ex-Freund. Aber Timo hin oder her, das ist mir jetzt egal. Sie sind jetzt wichtig und das Kind da drin. Und jetzt geht's erstmal Abmarsch. Dass Friseurin Maike nicht die volle Wahrheit über ihre Schwangerschaft erzählt, bleibt Freundin Sina und der Ärztin noch verborgen. Größere Sorgen bereiten Christina Trautner dagegen die vorliegenden Testergebnisse von Patientin Maike. Zudem gerät diese mit ihrer besten Freundin Sina in Streit, weil die mutmaßlich Schwangere ihren Ex keinesfalls informieren möchte. Timo ist der Vater. Ich habe gesagt, ich ziehe das alleine durch, also zieh's auch alleine durch. Timo ist raus aus der Sache, Ex ist Ex. Ich fand ihr Verhalten schon fast ein bisschen zu vehement. Sollte sich aber noch herausstellen, warum sie so reagierte. Sina, es reicht jetzt, bitte. Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? De facto sind Sie schwanger. Aber ich gehe mal davon aus, dass Sie das schon annehmen und daran selber glauben. Siehst du, Maike? Ne? Was mir viel mehr Kopfschmerzen macht, das ist Ihr dämliches EKG. Das sieht so schlimm aus, dass die Kollegen da unten um weitere Untersuchungen bitten. Herzrhythmusstörungen können sich auch erst im Laufe des Lebens darstellen. Für sie oder für mich war hier ein ganz großes Problem, die war am Anfang der Schwangerschaft. Die bildet jede Menge Blut in der Zeit. Und das Herz muss dieses Blut stemmen, muss das Blut pumpen. Pro Schlag muss das einmal rum. Das kann ein krankes Herz nicht und auch keins, was den Rhythmus nicht halten kann. Moment mal. Ich weiß nicht, ob das psychisch ist. Setzen Sie sich mal hin. Wirklich, setzen Sie sich mal hin, das ist jetzt wahrscheinlich alles gerade einfach ein bisschen zu viel. Ne? Ich schieb den mal eben, darf ich mal einen Timo vielleicht unterstützen? Die wollte sicherlich um keinen Preis der Welt im Krankenhaus bleiben. Und die ist auch auf keinen Fall davon ausgegangen, dass das
eine organische Ursache hat. Die ist davon ausgegangen, vielleicht, dass sie wirklich noch Herzschmerz hat von der Trennung und dass sie einfach typische anfängliche Schwangerschaftssymptome hat. Mit mehr hat die im Traum nicht gerechnet. Die 34-Jährige muss sich wegen ihrer unvermittelten Zustandsverschlechterung im Behandlungsraum erst einmal beruhigen. Derweil versucht die Ärztin im Vier-Augen-Gespräch mit Freundin Sina zu ergründen, was wirklich zu den Herzproblemen der Schwangeren geführt haben könnte. Sie beide kennen sich gut, ne? Ja, das ist meine beste Freundin. Also sie hat nie was mit der Pumpe gehabt? Nee, nie was gehabt im Herzen? Also, die ist immer gesund gewesen. Also, wenn vielleicht mal ein Schnupfen oder so. Das Einzige, woran ich mich halt erinnern kann, ist, im letzten Sommer, dann waren wir halt weg und irgendwie hatte sie dann einen Mückenstich. Und das ist halt richtig krass. Also, da hatte sie einen krassen Ausschlag. Mhm. Na gut, okay. Dann, ich ruf mal eben meine Kollegen an. Ich habe eine ganz andere Vermutung. Echt? Ja. Also, ich habe eine ganz andere Vermutung, aber ich will auch hier keinen verrückt machen. Wir sehen uns gleich noch, ja? Die Frau Wagner war mit Sicherheit eine ganz gute und bemühte Freundin, aber die ist dann wirklich übers Ziel hinausgeschossen. Freundin Sina hat nämlich aus Sorge um Maike deren Ex in die Klinik gebeten und ihm auch von der Schwangerschaft erzählt. Das soll eine böse Überraschung geben, als die Gynäkologin wenig später die weitere Behandlung besprechen will. Jetzt muss ich erst mal ein paar Sachen erzählen. Der Wert, der Schwangerschaftshormonwert, ist noch so klein, so niedrig, dass ich noch keinen Ultraschall machen kann. Wir würden nichts sehen. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Wer ist das? Hi, ich freue mich wirklich. Das ist echt eine tolle Nachricht. Sie hat es mir gerade erfahren. Stimmt das? Wirklich? Was machst du hier? Sie hat mich angerufen. Sie meinte, du wärst schwanger. Sina, komm erst mal runter. Nein, nicht komm runter. Er ist doch gut drauf. Er möchte doch dich unterstützen. Wir schaffen das zusammen. Wir kriegen das hin. Verstehst du? Wir kriegen das wirklich hin. Wir wollen alle nur das Beste. Wir haben ein großes Problem. Wieso? Das Baby hat doch gar nichts mit dir zu tun. Was erzählst du denn da wieder, Maike? Also Sie sind der Vater des Kindes. Ich bin der Vater, hat sie mir gerade gesagt. Okay. Okay, dann komme ich jetzt. Wer hat das gesagt, dass du der Vater bist? Wer? Sina, habe ich dir das gesagt, dass er der Vater ist? Habe ich nicht, oder? Mich aufregst. Ist das dein Ernst? Moment, nein, das geht doch echt gar nicht. Ich weiß, du bist meine beste Freundin, du meinst es gut, aber irgendwie reicht es auch. Jetzt muss ich hier erzählen, ja? Dank dir. Was ist denn und los? Zwar, wir haben uns getrennt. Mal einmal die Wahrheit erzählen. Was ist denn los? Was ist denn passiert? Dann lass mich doch aussprechen. Was ist denn passiert? Wir haben uns getrennt. Ich habe die Pille abgesetzt, ich musste mich ablenken. Ich war feiern und dann hatte ich einen One-Night-Stand und da ist das Kondom. Ach, du liebes Lottchen. Du spinnst doch, du hast sie echt nicht mehr alle. Darf ich mal kurz unterbrechen? Hallo, ich möchte mal unterbrechen. Es geht um eine Schwangere, der es nicht gut geht. Vielleicht verabschiedet ihr euch, macht das alles hinterher. Das war ja wirklich der Hammer. Jetzt konnte ich auch einschätzen, warum sie psychisch nicht gut drauf war. Aber ich hatte vom Medizinischen her gesehen noch eine ganz andere Vermutung, die zusätzlich kam. Und der Verdacht von Christina Trautner erhärtet sich durch weitere Untersuchungsergebnisse. Denn der hinzugezogene Herzspezialist stellte bei Patientin Maike inzwischen Besorgniserregendes fest, das für eine gesunde junge Frau sehr ungewöhnlich ist. Was viel wichtiger ist jetzt als alles andere, ist die Auswertung vom Kardiologen. Sie haben eine dicke, fette Herzmuskelentzündung. Was? Ja. Und das heißt, von daher kommt dieser Rhythmus, diese Rhythmusstörungen, von daher kommt das Fieber, kommen die Schmerzen. Ne? Mhm. Wir beide haben uns unterhalten, dass sie ansonsten quietschfidel sind, munter sind, nichts an Medikamenten nehmen, keine Vorerkrankung. Die einzige Sache, die eingefallen war, war eine Mückenstich, von dem er geglaubt hat, Mückenstich vor ein paar Monaten. Ne? Und dann habe ich mal ganz kurz überlegt, ob das so etwas gewesen sein kann. Genau so, original. Ja, genau. So. Und das ist ein fetter Stich Borreliose, ein Stich von einer Zecke, die man sich schön im Sommer holen kann. Mhm. Borreliose ist ein Erreger, ein Bakterienstamm, der bei dem Menschen grippeähnliche Symptome macht. Und vor allen Dingen denkt man nicht sofort daran, wenn man das hat. So geht's nicht nach Hause, aber so passiert dem Kind auch nichts. Wir haben jetzt die Organogenese, jetzt entwickeln sich alle Organe. Die wichtigste Zeit, darum ist mir jetzt dieser Timo so egal. So, und jetzt seid lieb, ihr zwei, vertragt euch, sie brauchen doch jemanden, der ihre Klamotten holt. Macht doch keinen Käse, Leute. Ne? So, also. Das ist doch die Hauptsache. Die Prognose für das ungeborene Kind ist gut. Die Mutter wird ja jetzt gerade antibiotisch behandelt. Das ist noch eine ganz kleine Schwangerschaft. Man kriegt das jetzt alles noch ins Lot.
Maike erholte sich von den Spätfolgen des gefährlichen Zeckenbisses und brachte 9 Monate später eine gesunde Tochter zur Welt. Die junge Mutter suchte nach der Geburt doch noch den Kontakt zum Kindsvater, der sie neben Freundin Sina nun tatkräftig unterstützt.